Die Servicewüste auf dem Amt soll ein Ende haben. Daher verspricht die Politik den Bürgern die digitale Verwaltung. Inwieweit können Sie sich vorstellen, dass das was wird? Null. Nein, kein Stück. Weil die immer noch Faxgeräte benutzen und so, das ist doch ein Witz des Jahrhunderts hier. Wir wollen den digitalen Bürgerservice testen. Dafür treffen wir Vivian Lee. Beruflich hilft sie internationalen Fachkräften durch den deutschen Behördendschungel. Mehrmals die Woche muss sie dafür aufs Amt. Sie selbst zog 2013 mit Mann und 4 Kindern nach Berlin. Die eine Erfahrung, die wir natürlich gemacht haben, war Terminierung. Das war 2013 gar nicht mal so schwer, einen Termin zu bekommen. Aber das wurde mit den Jahren immer schwerer, weil ich dann auch in dem Bereich gearbeitet habe. Ja, ich mache Relocation Management, das heißt, wenn Menschen nach Berlin ziehen, dann ist einer meiner ersten Gänge mit meinen Kunden bürokratischer Natur. Und wir gehen also zum Bürgeramt und melden diese Leute an. Und es wurde also wirklich immer schwieriger, diese Termine zu bekommen. Und dann stand eben nicht nur das Bürgeramt an, sondern auch alle möglichen anderen Sachen, also Auto ummelden zum Beispiel, dann den Kita-Gutschein besorgen, Grundschule anmelden und so weiter. Zeitmäßig ist man schon gut 15 bis 20 Stunden beschäftigt. Frau Lee, wollen wir mal gucken, was zurzeit wir in Berlin online erledigen könnten als Amtsgang? Also komplett online? Ja. Sie meinen jetzt, ich gehe hier rein, ich mache da alles rein und dann heißt es... Fertig. Fertig, dann können wir ja mal gucken. Also ich bin jetzt auf dem Serviceportal Berlin. Ja. Und dann gehe ich runter. Ah, okay, Online-Verfahren hier. So, schauen wir doch mal. Liste aller Online-Verfahren. Gucken wir mal. Ja, sieht aus wie eine relativ große Liste. Was finden Sie denn alles? Geburtsurkunde-Ausstellung. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil das ist schwierig auch. Ne? Also Geburts, sollen wir mal da draufklicken? Ja. Probieren wir mal. Aber hier steht schon wieder Termin buchen. Also in Lichtenberg... Urkundenstelle steht Termin buchen. Aber Termin buchen bedeutet ja, dass ich wieder hin muss. Ich guck mal. Also ist es doch nicht richtig online? Es ist nicht wirklich online. Nee. Gäbe es denn einen Termin? Moment, guck ich mal. Nee, es ist nicht einmal aus, also das ist gar nichts, es ist komplett leer. Was bedeutet, dass da erstmal gar nichts ist irgendwie? Probieren wir noch mal was anderes aus. Machen wir was anderes, okay. Wir wollen eine Wohnung anmelden. Aber? Und anmelden kann man sich nicht. Was ich ja abstrus finde, ist, dass man, wenn man jetzt von der Straße A in Schöneberg zur Straße B nach Mitte zieht, dass man sich ummelden muss und wieder zum Bürgeramt gehen muss und wieder seine Sachen vorlegen muss. Also das sollte man wirklich mittlerweile online machen können, ja? Weil man ist ja schon erfasst im System. Diese Idee, dass man an einer zentralen Stelle alles erledigen könnte mit einer Nummer, wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte. All dies ist schon heute möglich. Allerdings in Dänemark. Das kleine Land ist bei der Digitalisierung ganz groß. Möglich macht dies ein zentrales Personenregister. Darin hat jeder Einwohner eine Nummer. In Verbindung mit Passwort und PIN können die Dänen damit rund um die Uhr aufs virtuelle Amt. Ami und Henrik Jönsson haben in Greve gerade ein Haus gekauft, bauen es um und sind mit ihren beiden Kindern auch schon eingezogen. Frisch getestet besuchen wir sie. Hallo. Hi, hallo. Joachim Ottner, hallo. How are you? Hello. Oh, Nils Jansen, hallo. Hallo. Komm in. Das Paar ist fulltime berufstätig. Ihre Kinder gehen noch zur Schule. Arbeit gibt es mehr als genug. Also das ist unser großes Projekt. Und morgen bekommen wir die Fliesen. Das macht ein Fliesenleger. Zum Glück sind die Behördengänge für die Familie kein Problem. Grund dafür die Gesundheitskarte mit der einheitlichen Personennummer. Also ich logge mich jetzt hier ein, gebe an, dass ich umziehe. Dann bekomme ich einen Code, den ich verifizieren muss. Ich bin wirklich die sich einloggen will. Das mache ich mit meinem Smartphone. Dann ist die berufstätige Mutter schon fast fertig. Sie gibt die Umzugsdaten ein und die Sache ist erledigt. Steuer, Krankenversicherung, Auto und Rente, alles wird damit automatisch aktualisiert. Wenn man sich in Deutschland ummelden will, muss man oft stundenlang warten und Nummern ziehen. Was würden Sie zu so einem Service sagen? Ich denke, das ist ein wenig altmodisch. So ganz ohne die Vorteile der digitalen Welt, warum macht man das nicht so einfach wie möglich für die Menschen, die diese Dienste nutzen? Mit einer Nummer kann man alle Behördengänge virtuell erledigen.
Auch in Deutschland sollen bald dänische Verhältnisse herrschen. Das wurde so im Online-Zugangsgesetz festgelegt. Wir sollen ein einheitliches Bürgerkonto bekommen. Papierakten werden abgeschafft, die Verwaltungs-IT komplett erneuert. Bis Ende 2022 muss das fertig sein. Dann sollen Bürger und Unternehmen Behördengänge, etwa für den Antrag auf Kindergeld oder eine Geburtsurkunde, online machen können. 575 Behördendienste sollen uns bis Ende 2022 komplett online zur Verfügung stehen. Doch so komplex ist die Modernisierung strukturiert. Bund, Länder, Gemeinden, Gremien, Organisationen und zig andere mischen mit. Die Programme sollen dabei von einem, etwa einer Kommune, für alle anderen mitentwickelt werden. Und die sollen die neue Software in ihre vorhandenen Systeme integrieren. Doch die Softwarelandschaft ist in einem Wildwuchs entstanden. Jede Verwaltung nutzt andere Systeme. Überall ist jemand anderes zuständig. Niemand kann zentral anordnen, dass nun jede Stadt eine bestimmte neue Software übernehmen muss. Und auch technisch ist das nicht so einfach. Beim Deutschen Beamtenbund ist Vizechef Friedhelm Schäfer der IT-Fachmann. Er diskutiert seit Jahren über die Modernisierungspläne mit der Bundesregierung. Ein Riesenproblem ist das Systemchaos. Sie haben Geräte, die aus dem letzten Jahrhundert kommen, die im Einsatz sind. Sie haben aber auch topmodern ausgestattete Verwaltungen. Sie haben Software, naja, die würde heute keiner mehr anfassen, nach dem Motto, das ist wirklich digitale Steinzeit, was wir da haben. Neue Software in eine bestehende IT-Landschaft integrieren, bei zigtausend verschiedenen Altprogrammen, Computersystemen und Netzwerken, kann das klappen? Da habe ich meine Zweifel. Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Der Bund entwickelt eine Software, die genutzt werden soll im kommunalen Bereich. Dann haben Sie in Deutschland 11.000 Bürgermeister, die da stehen und sagen, oh, schön. Und wie kriege ich das jetzt in meine Rechnerwelt implementiert? Wie funktioniert das? Es ist fraglich, ob die Modernisierung so überhaupt in diesem Jahrzehnt zu schaffen ist. Dabei ist Deutschlands digitale Verwaltung im internationalen Vergleich ohnehin abgeschlagen. Platz 22 von 27 in der EU bei den Online-Behördendiensten. Rang 61 im UN-Index zur digitalen Teilhabe der Bürger hinter Armenien und Oman. Das IT-Chaos in Deutschland erwies sich bei der Corona-Pandemie sogar als gefährlich. Informationen zu Infizierten konnten nicht digital ausgetauscht werden, Fallzahlen waren nicht aktuell. Auch in Bad Belzig gab es Probleme, wie in fast allen Gesundheitsämtern. Amtsärztin Karen Brinkmann und Pressesprecherin Andrea Metzler sind im Corona-Krisenstab. Zu Beginn der Pandemie kämpfen sie mit veralteter Technik und Personalmangel. Eine Herausforderung war natürlich im Bereich der minderen Ausstattung, technischen Ausstattung, dass wir alle Meldungen per Fax bekommen haben. Die ganzen Befunde, die reinkamen, mussten ja auch händisch eingegeben werden. Wir sind in der Flut von Papier regelrecht ertrunken. Die Papierflut stammt aus den Laboren. Das Ergebnis der Corona-Tests wurde lange Zeit per Fax an das Gesundheitsamt gesandt und dort händisch in die Computer eingetippt. Erst seit Anfang dieses Jahres ist die digitale Übertragung mit dem Programm DEMIS die Regel. Das zeitaufwendige Eintippen beim Gesundheitsamt entfällt damit. Dass im öffentlichen Gesundheitsdienst noch gefaxt wird, statt digitaler Vernetzung, war Bundesgesundheitsminister Jens Spahn jahrelang bekannt. Dieses Vernetzen der Gesundheitsämter ist mindestens eine 10 Jahre alte Debatte. Also auch dem ist das elektronische Meldesystem, steht seit, glaube ich, 10 Jahren im Gesetz. Seit dem 01.01. ist es endlich auch bei 100%, dass zum Beispiel bei SARS-CoV-2 die Labore elektronisch melden. Lange Jahre wurde das digitale Meldesystem verschlafen. Verantwortung für die Verzögerung übernimmt niemand. Vom Robert-Koch-Institut heißt es dazu lapidar, man sei von einem IT-Projekt des Bundes abhängig gewesen und es habe Personal gefehlt. Die Leidtragenden dieses Bundesversagens waren örtliche Gesundheitsämter. Ich muss ganz ehrlich sagen, was sollten wir tun? Es blieb einfach nur die Möglichkeit, mit den Mitteln, die wir hatten, zu arbeiten. Auch wenn es anstrengend und belastend war, die Mitarbeiter ja auch Extraschichten an den Wochenenden geschoben haben. Wir sitzen dann im Stab und fragen uns dann immer, was denkt man sich eigentlich da oben? Man fühlt sich hier einfach auch manchmal
ja, alleingelassen und auch, ich sag's jetzt mal drastisch, verscheißert. Auch weil es digital nicht funktionierte, gab es Überlastung, Chaos und Fehler. So verschickte das Gesundheitsamt im Januar eine Quarantäneanordnung. Ganze 2,5 Monate zu spät. Der Mathematiker Jobst Heitzig hatte Mitte Oktober 2020 Kontakt zu einer infizierten Person, Corona. Er begab sich selbst in Quarantäne und informierte telefonisch sein Gesundheitsamt. Knapp 3 Monate später kommt ein Brief der Behörde. Bei Ihnen besteht der Verdacht, dass Sie sich mit diesem Virus angesteckt haben könnten. Also habe ich natürlich erstmal gedacht, ups, wo kann ich mich denn jetzt hier angesteckt haben? Ne? Eine tödliche Krankheit ist ja nicht so witzig, wenn man sowas gesagt kriegt. Und aufgrund dessen müssen Sie für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne. Bis einschließlich 6.11.2020. Dann habe ich also gelesen, 6.11., Moment, das ist ja noch 10 Monate hin. Das kann doch nicht sein. Dann habe ich nochmal gelesen, im Moment 2020, das ist ja in der Vergangenheit. So, und dann fiel der Groschen. Dann war mir klar, das bezieht sich auf diesen Fall von vor 2,5 Monaten. Man fasst sich an den Kopf und man denkt, wie kann denn das sein? Herr Heitzig war im Landkreis Potsdam-Mittelmark kein Einzelfall. Seit Januar 2021 haben sie hier mit erheblich mehr Personal und der weitgehenden Abschaffung der Faxe nun die Situation im Griff. Doch mitten in der Hochphase der Pandemie versucht der Bund, eine neue Software zentral durchzusetzen. Und zwar zur Kontaktpersonennachverfolgung. Denn alle, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, sind ja zu erfassen, zu informieren und zu isolieren. Bund und Länder wollen, dass dafür deutschlandweit das Programm SORMAS verwendet wird. 90% Nutzerrate streben sie an. Innerhalb kürzester Zeit. Aber es gibt Probleme. Wir wenden uns an Databund, einen Verband von IT-Unternehmen. Die stellen Software auch für Gesundheitsämter her. Hier hat man wenig Verständnis für die Einführung von SORMAS. Mit dem Programm wurde nun sogar gut laufende staatliche Software ersetzt, etwa in Bayern. Das für Afrika entwickelte SORMAS passe nur schwer in die komplexe IT-Struktur deutscher Gesundheitsämter. Es gab dort hochentwickelte Lösungen, die man aber nicht kannte in der Politik, weil man sich halt nicht intensiv mit den Dingen auseinandergesetzt hat. Man hat nicht mit den Gesundheitsämtern geredet, man hat nicht mit den Softwareherstellern geredet. Und dann kommt es natürlich zu solchen Fehlleitungen, sage ich jetzt mal, und Fehlbeurteilungen vor allen Dingen. Also wichtig ist eigentlich, dass bei solchen Entscheidungen die Fachleute vorher mit einbezogen werden und nicht am runden Tisch einfach irgendwelche Dinge entschieden werden nach Aktenlage. Vom Bundesgesundheitsminister heißt es dazu lediglich schriftlich, dass von SORMAS ein wichtiger Beitrag zur Pandemiebewältigung geleistet wird. Und man tausche sich mit den Gesundheitsämtern aus. Gegen die eiligen Softwarevorgaben vom Bund sträuben sich viele Gesundheitsämter. In Hannover ist eines der größten, verantwortlich für den Schutz von 1,2 Millionen Menschen. Mehr als 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter managen die Krise mit einer Software namens SQLab. Ein Umstieg auf das vom Bund empfohlene Programm SORMAS mitten in der Pandemie kommt für den Regionspräsidenten Hauke Jagau nicht in Frage. Warum tun Sie das nicht? Weil wir zusammengebrochen wären. Wir haben zum Teil jetzt 750 Menschen, die alle auf dieses System geschult sind. Und wir hatten in der jetzt krass hinter uns liegenden Phase, wo wir manchmal 300 neue Infektionen an einem Tag hatten, plus den Kontaktpersonen, mussten wir ganz schnell arbeiten können. Und da müssen Sie mit dem arbeiten, was eingespielt ist. Und da kann ich doch nicht sagen, du musst mal umstellen. Das wäre so, als wenn Sie irgendeinem Piloten, der in der Luft ist, sagt, du, pass auf, wir bauen dir mal schnell die Computer aus, mit denen dein Ding fliegt und das geht alles anders. Das geht einfach nicht. Der Bund macht mittlerweile Druck bei der Durchsetzung seiner Softwarelösung. Es wird versucht, Fehler beim Krisenmanagement den Gesundheitsämtern zuzuschieben. Und es hat mich auch geärgert, dass man dann so tut, als ob es daran liegt, dass was nicht funktioniert, weil nicht alle SORMAS anwenden. Das zeigt, wie so häufig, dass man auf der Bundesebene glaubt, man macht ein Gesetz und dann ändert sich die Welt. Kein Wunder, dass Bürgerinnen und Bürger langsam an ihrer Verwaltung verzweifeln. Wie finden Sie die Berliner Verwaltung? Na, könnte besser sein. Mein Personalausweis war geklaut und ich habe 3 Monate warten müssen,
um mich auszuweisen. Wären es noch 3 Monate gewesen, hätte ich Strafe zahlen müssen. Das fand ich furchtbar. Dann ist es immer so, ich versuche gerade einen Reisepass zu beantragen. Ha. Da kann ich nur sagen, das könnte also wesentlich besser werden. In Berlin weiß die Politik seit Jahren, wo es bei der Verwaltungssoftware hakt. Um die Dauerbaustelle besser in den Griff zu bekommen, wird ein IT-Dienstleistungszentrum aufgebaut. Das soll eigentlich die gesamte Berliner Behörden-IT zentral betreuen. Und es wurde eine eigene IT-Staatssekretärin ernannt. Für die gleiche Aufgabe werden zig verschiedene Programme genutzt. Die heißen im Amtsdeutsch Fachverfahren. Können Sie diese Kritik an diesem Handwerkszeug, mit dem man jeden Tag umgehen muss, nachvollziehen, die da kommt? Also ich will Ihnen nur eine Zahl sagen. Wir haben über 500 Fachverfahren. In der Berliner Verwaltung sind einige dabei, das sind noch selbst gestrickte aus dem letzten Jahrtausend. Aber es gibt auch einige Fachverfahren, wo in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Und wenn man dann das Pech hat, an einem alten Fachverfahren arbeiten zu müssen, dann verstehe ich das. Aber auch hier hat sich die Welt weitergedreht. Warum kann man die Dinger nicht einfach austauschen? Einfach austauschen. In Berlin geht das nicht ganz so einfach, weil wir, wenn wir über die Erneuerung eines Fachverfahrens reden, über mehrere hundert, manchmal mehrere tausend Nutzerinnen und Nutzer mit unterschiedlichen Anforderungen sprechen, die in unterschiedlichsten Verwaltungseinheiten und Gebäuden sitzen. Und insofern ist jedes Fachverfahrensprojekt ein Großprojekt. Selbst bei der Strafverfolgung ist vielerorts die IT-Lage eine Katastrophe. Das sagt uns der Bund Deutscher Kriminalbeamter. Es beginne schon bei der Erfassung von Beweismitteln. Ein Beispiel: Am Tatort wird ein Stift sichergestellt. Was passiert damit? Richtig, dieser Stift würde beispielsweise jetzt in so eine Asservatentüte wandern. Und dann würde man halt diesen Barcode da drauf kleben. Dann würde man in das Vorgangsbearbeitungssystem händisch diesen Barcode abtippen müssen, weil man ihn eben händisch, weil man ihn nicht einscannen kann. Aber dafür ist er ja da. Das ist richtig. Wir verlangen auch nach dieser Schnittstelle seit vielen, vielen Jahren. Aber das ist ein Programmierungsaufwand, der nicht geleistet wird. Der kostet Geld. Das kostet wahnsinnige Ressource, weil pro Tatort, wo teilweise hunderte Beweismittel sichergestellt werden, mehrere Tage damit zugebracht werden müssen, diese Barcodes händisch einzutippen. Da kommen im Jahr zehntausende Arbeitsstunden nur für das Zifferntippen zusammen. Wir wenden uns an die Polizei Hamburg. Hier arbeiten sie inzwischen unter Hochdruck an der Modernisierung von Software und Hardware. Martin Vollbrecht ist seit kurzem für einen Teil davon verantwortlich. Das Programm zur Vorgangsbearbeitung ist eine Altlast. So, und an der Stelle Vorgangsbearbeitungssystem ist die Not aus meiner Sicht jetzt nicht so groß, dass wir zwingend, um eine Einlesemöglichkeit zu schaffen, dort erhebliche Gelder in die Hand nehmen müssen, um diese zu investieren, insbesondere weil das Programm schon auch entsprechend betagt ist. Das verstehe ich so. Also es hat für Sie jetzt nicht mehr die Priorität. Ja, die Prioritäten müssen natürlich immer wieder gewichtet werden. Also die Kritik ist ja berechtigt, die dort geäußert wird. Also die Polizeiführung und die IT-Leitung ist aber natürlich in der Verpflichtung zu gucken, so welche dieser ganzen Kritikpunkte, die an uns herangetragen werden, müssen wir eigentlich wie priorisieren. Es werde nun darüber verhandelt, die Vorgangsbearbeitungssoftware zu ersetzen. Wann ist noch nicht klar. Doch es gibt noch viel mehr Kritik. Denn bei der Verbrechensbekämpfung stehen heute oft Daten im Zentrum der Ermittlungen. Die Datenauswertung wird immer wichtiger und hat da mittlerweile schon eine wahnsinnig große Bedeutung. Das liegt daran, dass immer mehr Delikte auch online geschehen und Kommunikationsdaten im Wesentlichen nahezu aller Deliktsfelder eine große Rolle spielen. Doch auf die Daten, etwa aus Handys, warten Ermittler bis zu 15 Monate. Das hat viele Folgen, verschiedenste Folgen. Wenn ich diese Handydaten brauche als Beweismittel, beispielsweise um einen Durchsuchungsbeschluss oder vielleicht so eine Haftentscheidung eines Richters herbeizuführen, dann kann ich nicht 15 Monate darauf warten. Die Auswirkungen der langsamen Datensicherung bei der Verfolgung von Straftätern sind gravierend.
Ja, das Verfahren verzögert sich natürlich immens, das ist gar keine Frage. Wir haben natürlich auch schon immer wieder Nachfragen von der Staatsanwaltschaft, von den Gerichten. Wann wird denn dieses Handy ausgewertet oder gesichert? Bis hin zu, wenn das, sage ich mal, zu lange dauert, dass dann teilweise auch Beweismittel wieder ausgehändigt werden müssen, weil die Verhältnismäßigkeit nicht mehr da ist. Im Klartext, Straftäter können davonkommen, weil die Polizei Daten nicht schnell genug sichern kann. Mit IT-Problemen wie in Hamburg kämpfen Sicherheitsbehörden in der ganzen Republik. Digitales Chaos finden wir auf allen Ebenen, bei Bund, Ländern und Gemeinden. Für uns Bürger gibt es kaum Online-Services. Es fehlen klare Strukturen, realistische Strategien und eindeutige Verantwortlichkeiten für ganz Deutschland.